Liebe Freunde, liebe Gäste, ich freue mich, dass ihr gekommen seid, dass Sie gekommen sind und ich freue mich, dass ich Gäste begrüßen darf. Clara Geibitz, meine Kollegin aus dem Landtag Brandenburg, Olaf Scholz, unseren Bundesminister für Finanzen und beide zusammen sind das gegenwärtige Dream Team, wenn ich das mal so sagen darf. Darauf werden wir sicher noch zu sprechen kommen. Ich selber bin die Ulrike Liedtke, ich kandidiere am Sonntag um einen Platz im Landtag für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin, für diesen Wahlkreis, also Neuruppin und Lindow und Fehr-Berlin und Rheinsberg und Temnitz. Und ich glaube, die meisten von Ihnen kennen mich, sodass ich gar nicht so viel sagen muss. Ich sage nur, meine Themen Bildung, Bildung, Bildung. Von der Kita, die natürlich beitragsfrei sein muss, über die Schule bis hin zu der Ausbildung, die nach Möglichkeit auch nicht bezahlt werden muss. Das sind so meine Themen und dann gehört die Wissenschaft, die Forschung, die Kultur dazu. Bei der Wissenschaft natürlich die MHB, unsere medizinische Hochschule hier in Neuruppin. Und es gehört der ländliche Raum dazu. Ich wohne in Rheinsberg, ich weiß, wie es meinen Dörfern geht. Also der ländliche Raum liegt mir sehr, sehr am Herzen. Du merkst ja, dass Sie alle Wünsche haben, ja? Clara spricht von Feuerwehr, von Landärzten. Ich komme mit der Kultur und mit der Wissenschaft und mit der Forschung. Hast du denn genug Geld? Das ist eine gute Frage. Wir haben viel Geld auszugeben. Gerade ist das veröffentlicht worden, dass wir gegenwärtig ein Hoch haben bei den öffentlichen Investitionen. So viel ist aus dem Bundeshaushalt für Investitionen noch nie locker gemacht worden. Und das ist nicht zufällig passiert, sondern eine ganz absichtliche Entscheidung, weil wir gesagt haben, es gibt viel Infrastruktur, da muss man dafür Sorge tragen, dass das besser wird. Wir haben sogar in Bereichen wie Bildung die Mittel erweitert und jetzt die Länder und Gemeinden, die ja zum Beispiel für Schulbauten zuständig sind, mit mehr zusätzlichen Mitteln ausgestattet. Um das machen zu können, haben wir sogar das Grundgesetz geändert, weil wir es eigentlich gar nicht durften. Also das sind Dinge, die da jetzt stattfinden. Trotzdem wird es immer Wünsche geben, die weit über das Geld hinausgehen, das man da zur Verfügung hat. Um die kleine Summe mal zu nennen, der Bundeshaushalt hat gegenwärtig 360 Milliarden Euro. Da können wir ja mal gemeinsam überlegen, was man so alles ausgeben kann. Da kommt man auf eine Menge und trotzdem kommt man auf viele Einfälle, die dann trotzdem nicht reinpassen. Wichtig ist, dass wir uns immer klar sind, unser Land ist nur gut, wenn es wirtschaftlich erfolgreich ist, wenn das mit der Bildung klappt, wenn die Kinder gut aufwachsen, wenn wir eine ordentliche Infrastruktur haben. Aber es ist auch nur dann gut, wenn es einen guten, starken Sozialstaat hat, auf den man sich verlassen kann, weil das ein Stück Lebenssicherheit ist für die meisten von uns. Und das gehört eben auch zu den Aufgaben des Bundeshaushalts. Lass mich mal noch, ja, ich werde doch nicht den Applaus abschneiden. Lass mich mal noch fragen nach der ungeliebten GroKo. Am Anfang wollten viele sie nicht, dann hat sie gearbeitet, jetzt hat sie viel erreicht. Aber ich finde, es ist schwer zu sagen, was man erreicht hat. Das setzt sich so schwer um in der Bevölkerung. Was habt ihr erreicht und warum ist das so schwer vermittelbar? Na, zunächst mal finde ich, dass es wichtig ist, dass Deutschland eine Regierung hat. Also es gibt ja Leute, die sehen das anders, aber die meisten finden irgendwie, irgendwer muss das ja machen. Und nachdem das nach der letzten Bundestagswahl, die nicht so toll waren für die CDU, die CSU und die SPD, alle drei haben ja eine kleine Blessur davongetragen, wir eine etwas größere, war das doch so, dass alle dachten, da finden sich schon welche. Die haben aber viel verhandelt und kein Ergebnis erzielt. Also waren wir wieder dran. Und wenn wir dran sind, dann kümmern wir uns auch, dass Dinge gut werden. Und deshalb sind eine ganze Reihe von wichtigen Dingen auf den Weg gebracht worden. Da kann man jetzt viel erzählen. Das wird aber lang und demnächst wird es auch alles nachzulesen sein. Und dann kommt was ganz Komisches zustande. Wenn jemand jetzt 2 Jahre segeln war, ohne Funkempfang, was gefährlich ist, aber egal, irgendwo weit weg, kommt zurück und liest den Bericht, was alles passiert ist, denkt er, die Regierung muss ja so dastehen.
Wer guckt in die Zeitung sieht, ist nicht so. Also da gibt es irgendein Problem, das man auch noch diskutieren muss. Aber was sind die Sachen, die ich mal jetzt hier herausstellen will? Wir haben was getan für Rentner, das Rentenniveau stabilisiert. Wir haben dafür gesorgt, dass zum Beispiel wir es hinbekommen, dass man mehr Fördermöglichkeiten bekommt, wenn man nicht sicher ist, was mit dem eigenen Arbeitsplatz wird. Wir haben richtig viele Dinge getan für Kinder und Familien. Nicht nur das Kindergeld erhöht, sondern auch den Krippenausbau, den Kita-Ausbau, die Möglichkeit, dass die Qualität besser wird, die Möglichkeit, dass die Gebühren runtergehen oder auf null gesenkt werden, geschaffen. Wir haben dafür gesorgt, dass es jetzt für Familien, die wenig Geld haben und berufstätig sind, bessere Bedingungen gibt für ihre Kinder. Also alles Sachen, die stattgefunden haben. Und wir haben auch noch eine Reihe von Sachen vor. Also ich nenne mal das Thema Klimawandel. Ist schön warm heute, aber trotzdem wollen wir nicht, dass die ganze Erde 2 Grad wärmer wird. Dann wird es, glaube ich, für uns alle ein bisschen schwieriger weiterzuleben. Und das muss man sich einfach klar machen. Da kämpfen wir auch für. Und immer geht es auch um Gerechtigkeit. Also ich finde zum Beispiel, dass die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben in Sachen Soli, eine gute Entscheidung ist. Wir haben gesagt, wir schaffen den ab. Für 90% der ihn heute zahlen, das sind fast alle Bürgerinnen und Bürger, wahrscheinlich auch fast jeder, der hier sitzt. Nochmal für einen Teil senken wir die. Und wenn man das alles hochrechnet und sagt, wer hat, zahlt gar nicht mehr oder weniger als jetzt, dann kommt man in eine Größenordnung von Familieneinkommen, das hat kaum jemand. Da ist man fast bei 200.000 Euro Bruttoeinkommen, also um das mal zu sagen. Aber wer da drüber liegt, der hat so viel Geld, dass er vielleicht das, was an Aufgaben der deutschen Einheit noch zu finanzieren ist, damit die Lebensverhältnisse sich besser angleichen, das auch machen kann. Ich glaube, das wäre nicht richtig, wenn wir jetzt Steuersenkung machen für Leute, die 2 Millionen im Jahr verdienen. Die können auch darauf verzichten. Und das haben wir jetzt gemacht. Und deshalb ist es eine gute Entscheidung, die gerecht ist und unser Gemeinwesen ordentlich finanziert. Für viele Bürger wird das ab 2021 eine ordentliche finanzielle Entlastung sein. Und das hilft dann vielleicht auch der Konjunktur. Hallo, wir sind Lucy und Emily. Wir sind beide von der Evangelischen Schule Neuruppin und gehen beide in die 11. Klasse. Wir machen das Schülerfernsehen Pescado TV, für das gerade hier das Interview ist. Parallel dazu bin ich Vorstandsvorsitzende des TASCAs. Das TASCA ist eine Schülerfirma, also ein Café, das vollständig von den Schülern betrieben wird, unter anderem auch von Lucy. Und da habe ich ja viele Aufgaben, zum Beispiel die Finanzen. Und Sie haben ja auch mit Finanzen zu tun. Ein bisschen, ja. Ein bisschen, nur halt auf einer ganz anderen Ebene. Was macht dann ein Finanzminister? Na, der hat ganz unterschiedliche Aufgaben. Zum Beispiel Interviews machen und Gespräche führen mit Bürgern und Bürgern gehört unbedingt dazu. Aber natürlich geht es erstmal darum, dafür zu sorgen, dass wir ordentliche, faire Steuergesetze haben, dass diejenigen, die sehr viel verdienen, einen größeren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten und diejenigen, die wenig haben, eben weniger belastet sind oder auch gar keine Steuern zahlen, weil es so wenig ist, dass wir den Sozialstaat finanzieren können, die Infrastruktur, Schulen, Bildung, alles das, was man braucht. Und das muss alles schön ausbalanciert sein. Ich habe ja eben schon erwähnt, ich bin Vorstandsvorsitzende und Sie bewerben sich ja zusammen mit Frau Geiwitz auch für einen Vorstandsposten, und zwar den von der SPD. Und was haben Sie sich denn dafür vorgenommen? Ich möchte dafür Sorge tragen, dass die SPD wieder die starke linke Volkspartei wird, die Deutschland braucht. Denn die Gesellschaft driftet immer mehr auseinander. Und wenn wir wollen, dass sie zusammenhält, dann muss es eine starke SPD geben. Ich möchte, dass eine Partei, die weltoffen ist, die dafür sich einsetzt, dass wir die Möglichkeiten unserer Zukunft nutzen, nicht nur was Technologie betrifft, dass wir die Zukunft sichern, weil wir was für die Umwelt tun und den Klimawandel bekämpfen, gleichzeitig eine starke Partei ist, die dafür sorgt, dass alle zurechtkommen und alle den gleichen Respekt haben. Und das setzt Gerechtigkeit und Solidarität voraus. Ja. Genau, und nun zu der letzten Frage. Was können wir als junge Menschen vor allem zu der Politik sozusagen beitragen? Was können wir tun? Erstmal finde ich ziemlich gut, dass im Augenblick ja ganz viele junge Leute sich engagieren und ihre Meinung sagen. Da gab es ja eine lange Zeit so ein Gerede, als ob die Jugend sich gar nicht mehr für ihre Umwelt interessiert und immer nur aufs Handy starrt. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Ich habe ganz viele gesehen, die mit dem Handy sich engagieren und mit vielen anderen Sachen auch. Und das, finde ich, ist erstmal gut. Und wenn man das als Ausgangspunkt nimmt und der eine oder die andere sagt, ich engagiere mich auch im Laufe meines Lebens weiter und gehe nicht nur wählen, was auch schon eine große Sache ist, dann wäre das, glaube ich, gut für unser Gemeinwesen. Denn weiter geht es ja nur, wenn Leute, die mit ganzem Herzen dabei sind,
sich dafür einzusetzen, dass es besser wird, das auch tun. Wir danken Ihnen recht herzlich für das Interview. Danke. Alles Gute. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Pescade TV. Wir hoffen natürlich, wir könnten euch noch etwas Input geben in der Sache Politik. Und dann würden wir sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau, tschüss.